Schönen guten Morgen zu den schrägen News der KW 8 in 2018. Was war denn diese Woche wieder so los? Die Entscheidung über die Dieselfahrverbote, ja, nein, da reden wir mal drüber. Dann können wir jetzt ein Model 3 bei eBay klicken. Unsere Ladesäule in Weilheim Tech wird eingeweiht. Und ich habe meine Ioniq-Tests beendet. Wie immer am Anfang die Aktienkurse. Ja, letzte Woche KW 7, minus 2%, 2,1, Absturz, bisschen wieder Anstieg und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Es war ja auch ein bisschen Börsencrash, aber diese Woche plus 10%, nicht schlecht. Da konnte man also richtig Geld verdienen wieder mit der Tesla-Aktie, aber sie ist weiterhin zum Spekulieren gut. Langfristig, kurzfristig, keine Ahnung, langfristig würde ich sagen, eine gute Anlage. Aber kurzfristig oder mittelfristig hat man Angst. Hier, ein halbes Jahr sind minus 12% im Moment. Es ist einfach schlecht. Also man sieht es ja hier im ganzen Verlauf, das war nichts. Aber hier, tschack, wieder ein Mordsanstieg. Haben wir mittendrin eigentlich öfters hier, ne? Seht ihr das hier? Ja, zappelt. Die Aktie zappelt. Wir wissen nicht, wovon es abhängt. Ich habe das ja hier mal versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, wann welche Ereignisse waren. Was spekuliert ihr denn, warum dieser Anstieg war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr seht es jetzt hier, letzte Woche minus 12, diese Woche minus 2 noch, aber nur, weil sich das hinten jetzt hier reinschiebt. Das können wir also so nicht so richtig als Übersicht hier gebrauchen. Weiterhin sehr schwierig mit dieser Aktie. Auch genauso hier. Es gab jetzt wieder nochmal Klagen von irgendwelchen Mitarbeitern, die ausgeschieden sind bei Tesla und die irgendwie dem Unternehmen vorwerfen, dass da im Hintergrund irgendwas gemacht wird. Ich habe dazu als Kommentar hier übrigens mal reingeschrieben im Tesla-Mag. Irgendwas wird an den vielen, vielen Anschuldigungen wahrscheinlich dran sein. Schade eigentlich. Tesla sollte aus meiner Sicht etwas offensiver mit diesem Thema umgehen, vielleicht auch mal zugeben, dass sie bestimmte Sachen machen. Ich denke, wie bei allen anderen Herstellern, am Schluss kommt doch alles raus, wie es war. Ich weiß es noch nicht, ob das alles nur Verleumdungen, Gerüchte sind oder ob nicht doch irgendwas dran ist. Oder ob das in den USA einfach ein bisschen anders ist mit dem Umgang mit den Mitarbeitern. Aber mit der Qualität, hier ging es nämlich darum, dass mangelhafte Fahrzeuge, naja, Fahrzeuge, die halt in der Produktion nicht so toll waren, die haben sie dann als Vorführwagen und so verkauft. Ich weiß auch nicht, was daran jetzt schwierig sein soll, aber auf jeden Fall anders falsch deklariert, sagen wir mal so. Der Aktie hat das jetzt nichts, keinen Abbruch gegeben. Hier, ihr seht, steiler Anstieg ja die Woche. Also auf sowas reagiert dann manchmal der Markt, manchmal auch nicht. Deshalb hier, diese Firma hat Fans und das wird auch weiter durch die Aktionen gerade gesteigert sozusagen, forciert. SpaceX und Tesla, jetzt beim letzten Mal haben wir das ganz deutlich gesehen, der Zusammenhang durch dieses globale Internet. Ich habe euch ja mal gefragt, denkt ihr, dass Elon Musk selber mit so einer Rakete mal ins All fliegen wird? 350 Leute haben abgestimmt und knappe Mehrheit, 200 rum, sagen, ja, er wird selber mit so einer Rakete mitfliegen. Aber auch viele sagen, nee, das wird er nicht machen, ist viel zu gefährlich. Obwohl, das kann nicht das Argument sein. Das kann nur das Argument sein, ich lasse andere vor. Ne? Aber wir werden auch sehen, was passiert. Auf jeden Fall die Woche erneuter Start einer Rakete, irgendein kommerzieller Satellit ist ins All gebracht worden, war es ein militärischer, keine Ahnung, war auch irrelevant, weil es wurden nämlich die beiden ersten, eigentlich ja der dritte und der vierte Satellit für sein Satellitennetzwerk ins All geschickt und er hat sie jetzt Tintin A und B genannt. Und sie haben auch irgendwie über LA konnte man sie kurz mit einem geheimen Passwort, interessant wieder, kurz empfangen. Tintin, das ist Tim und Struppi. Und ich habe da ein paar Bilder zufällig gesehen hier und ihr seht, Elon Musk ist einfach auf dem Weg ins All. Starlink ist ja hier das Thema. Vier Satelliten sind meiner Meinung nach jetzt online. 4.425 wollten sie ins All bringen, obwohl an anderen Stellen noch was von 11.000 steht. Schauen wir mal. Aber ich finde immer diese Analogien so toll und vor allem, es ist eigentlich ganz klar, wie es funktionieren soll. Selbst hier bei Tim und Struppi war schon sichtbar, wie eine Rakete startet und landet. Er flog jetzt zum Mond. Vielleicht fliegt ja SpaceX auch als Zwischenstufe nochmal kurz zum Mond und dann erst zum Mars. Mal schauen.
Auf jeden Fall ist da was im Gange jetzt und ich bin mal gespannt mit 4 Satelliten, auf was jetzt das Starlink schon funktioniert, wie es schon funktioniert. Und ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn ein kommerzieller Start vom SpaceX läuft, die also jemand anders bezahlt, dann schickt man einfach ein, zwei Satelliten von denen noch mit rauf und schon hat man das so, nach X Starts hat man dann plötzlich das Netzwerk aufgebaut. So mitgelaufen. Mal schauen. Ja, wir beschäftigen uns ganz stark hier mit dem Model 3. Ich mache ja die ganze Zeit Tests mit irgendwelchen E-Autos und jedes Mal finde ich irgendwelche Macken. Und irgendwie scheint weiterhin das Model 3 das tolle Auto zu sein. Und alle warten jetzt darauf, dass das jetzt endlich hier nach Deutschland kommt, dass wir das auch mal testen können. Oder dass wir unser Model 3, was alle ja reserviert haben, dann bekommen. Einige haben schon was bekommen, einige deutsche Hersteller hatten ja welche bestellt, sind ja jetzt angekommen. Jetzt, das ist natürlich nicht das Auto, ganz klar. Das ist das Auto, was man in dem Flugzeug gesehen hat. Es ist aber bekannt, dass bei deutschen Firmen was ist und das ist auch ganz offiziell jetzt hier von der Süddeutschen mehr oder weniger hier veröffentlicht worden, dass bei einigen großen Herstellern, ich habe sie da mal hingeklebt, wollen wir sie jetzt nicht nennen. Erst durften die Vorstände ein bisschen rumfahren und dann wurde das Auto auseinandergebaut. Und alle waren sehr, sehr erstaunt über die Details, über das, was dahinter steckt. Und sie ließen sich jetzt sogar dazu hinreißen, ihr solltet bei eurer Reservierung bleiben. Das ist ein ganz tolles Auto. Also selbst die Süddeutsche schwankt ja immer hin und her, welcher Redakteur da was macht. Und sie haben uns auch ausgerechnet, dass das Auto bei uns 54.361 Euro kosten wird. Naja, das ist wieder so eine Umrechnung von Dollars in Euro. Aber ich sage euch, das Auto wird hier bei uns nicht günstig. Also unter 50.000 glaube ich auch nicht so richtig, dass man da ein ordentliches kriegt. Man kriegt eins, aber es hat dann keine Reifen dran, sage ich immer. Es ist Autopilot nicht drin, also die Assistenzsysteme sind nicht drin. Du hast die einfachste Ausstattung, du hast den kleinsten Akku. Ist die Frage, ob man das will. Es wird das Auto vermutlich günstiger geben, aber nicht mit der vernünftigen Ausstattung. Das ist klar, deshalb ist auch immer der Vergleich zu anderen Autos ein bisschen schwierig, weil die einfach in den meisten Fällen günstiger sind. Außer so ein Ampera E, der kostet auch plötzlich 50.000, ne? Jo, also es wird demontiert, alle sind begeistert, auch Owe war ja begeistert in den USA bisher, hat jetzt nochmal was Neues gebracht, irgendwie rostet es jetzt. Ne, ich weiß nicht, was er da bringt, mal gucken. Man kann auch da so ein bisschen dahinter gucken. Ich habe diese Woche ist nochmal dieses Diagnostikmenü-Video darüber gekommen, das ist eigentlich ein altes Video. Ich hätte ja gern auch mal diese Ansicht da, so was im Hintergrund in dem Model S, X und der Model 3 so ist, was dahinter so ist. Also diese ganze Technik da auch auf der Softwareseite würde mich ja echt interessieren. Also da könnt man so ein bisschen Einblick nehmen ja in das Video. Ich verlinke es euch nochmal, wenn ihr das euch angucken wollt. Das ist sozusagen das Service-Menü, was dann beim Tesla-Techniker sozusagen aufgerufen wird. Und da kann man sich das angucken. Ja, wie kommen wir jetzt dann früher zu einem Model 3? Das ist ja weiterhin die Frage für uns. Es ist ganz einfach. Ihr geht ins eBay und klickt euch ein. Ich habe es auch nicht geglaubt. Vielen Dank für den Link. Im eBay USA zumindest sind da die Teslas drin. Das ist jetzt schon eine Woche her, dass ich es abgerufen habe, aber ihr seht so ein bisschen die Preise. Das sind die gebrauchten Teslas jetzt. Es hieß ja von Elon Musk, okay, ihr dürft das Auto verkaufen für die Mitarbeiter, aber nicht über den Preis, dem ihr es selber gekauft habt. Deshalb sind die alle so ziemlich nah beieinander. Es gibt hier ein paar Ausreißer. Aber man kann ein Tesla Model 3 scheinbar jetzt gebraucht im eBay kaufen. Kann man. Auch woanders wahrscheinlich. Geht auch. Aber wir können auch warten, weil inzwischen kam hier nochmal bei Electric die Meldung, dass auch normale Owner, also ohne vorheriges Model X oder S, jetzt aufgefordert sind, ihre Konfiguration zu machen, in USA zumindest. Und deshalb denke ich, das läuft jetzt mit der Auslieferung. Ich hoffe, wir kriegen demnächst nochmal Zahlen, wie das da aussieht, gerade mit ihrer S-Kurve. Dann können wir so ein bisschen besser abschätzen, wann das Auto dann doch bei uns kommt. Ich habe das dumme Gefühl, es macht plötzlich einfach plopp und wir können es konfigurieren. Müssen wir darauf vorbereitet sein. Was auf jeden Fall dazwischen kommt, ist nochmal der Sion. Ich hatte ja eine ziemlich hohe Nummer. Ich hab mal mit dem Peter war ich neulich unterwegs, der kommt noch später hier in dem Video. Der hat eine dreistellige Nummer, 100 irgendwas. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf. Deshalb hatte ich euch ja mal gefragt, wer von unseren Zuschauern hier hat eigentlich einen Sion vorbestellt? Das waren immerhin 7 und die wollen ihn noch kaufen. Und noch 4 wollen ihn noch vorbestellen. 42 haben keinen vorbestellt und einer will es stornieren. Also immerhin, jetzt haben wir hier 7 plus 4 minus 1. Nee, der gilt nicht. Also 11 Leute hier, die jetzt hier zugeschaut haben,
wollen einen Sion kaufen. Super. Also wenn jemand irgendwie eine einstellige Nummer hat, ich glaube, die werden alle in München übergeben, also 100 irgendwas, kann er gerne nochmal kontakten. Ansonsten fahre ich mit dem Peter hin aus Heidenheim und wir holen dort seinen Sion ab oder das noch von seinem Kollegen, die sind ziemlich nah beieinander. Also das möchte ich auf jeden Fall miterleben, die ersten Sions, wenn die ausgeliefert werden. War von euch eigentlich jemand bei dem Event? Hat jemand da Fotos gemacht? Da war doch letzte Woche der Event in München. War da jemand von euch? Hat da irgendeiner Infos? Ich habe da nämlich nichts mehr mitgekriegt, leider. Ansonsten Model 3. Wenn man sich das Model 3 nicht leisten will, kann oder vielleicht ein anderes Auto kaufen will, kann man natürlich bei uns hier mitmachen bei DriveClasser 3.0. Wir scheren das. 6 Teilnehmer, immer ein Auto. Dann kann man das 2 Monate im Jahr auf jeden Fall fahren. Ihr könnt euch die Investition hier ausrechnen. Geteilt durch 6. Inklusive Versicherung, sage ich mal, aber ohne noch den Strom. Und wir versuchen, die maximale Ausstattung zu nehmen in dem Auto. Also, ich vermute stark, dass wir jetzt irgendwann hier mal aufgefordert werden, Mitte des Jahres zur Konfiguration. Ich bin immer noch optimistisch. Okay. Also, wer da mitmachen will, kann sich gerne hier unten melden beim Andreas, der organisiert das. Vermutlich, im Moment sieht es so aus, wir werden 2 Autos haben, 1 in der Schweiz, 1 in Deutschland. Aber wenn noch mehr Leute mitmachen wollen, kann man das auch noch anders organisieren. Wir haben das ja schon lange Erfahrung jetzt hier, lange Erfahrung. Okay, 2 Autos wurden ja schon mal hier so mit dem, nach dem Schema angeschafft. Ein S, das jetzt schon ausgelaufen ist nach 4 Jahren und ein X, was ja noch läuft. Das kennt ihr, das mit dem ich auch immer rumfahre. Und deshalb haben wir da auch einen Vertrag und so könnt ihr alles auf der Seite einsehen, da unten, Drive Tesla EU. Interessant jetzt, Ladesäulenverordnung, Probleme mit Superchargern, wie geht Tesla damit um? Sie wollen jetzt nochmal stärker die sogenannten Destination Charger eigentlich aufbauen. Und deshalb haben sie auf ihrer Seite in Deutsch, Original Tesla Seite jetzt hier alles, sie wollen Ladepartner gewinnen. Und zwar einmal, also prinzipiell, es ist ja immer so, das steht hier nicht so richtig, das ist ein bisschen noch das Problem, ich müsste mal die richtige Info raussuchen über die Destination Charger, wie das ist. Man kann ja einen einzelnen aufbauen, man kann aber auch mehrere aufbauen. Und sobald man, glaube ich, mehrere aufbaut, müssen auch mindestens die Hälfte für normale Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Typ 2, 11 kW, glaube ich, ist das in den meisten Fällen. Gut, es gibt aber auch die, die nur für Tesla gehen. Wir haben das ja schon gecheckt mal. Der Oliver von Denk Electric hat es extra nochmal ausprobiert an seinem Destination Charger. Da sind 2 aufgestellt. Einer steht Tesla Only drauf und der geht auch nur Tesla Only. Also das Auto kommuniziert mit der Wallbox und merkt dann, ist ein Tesla oder ist keiner. Und man kann es also entsprechend konfigurieren, ob es nur für Teslas gehen soll oder für alle E-Fahrzeuge. Also Gastronomie und Einzelhandel ist nochmal ganz konkret angesprochen. War bisher ja nicht so, obwohl es waren schon Hotels angesprochen. Und da ja eigentlich immer teure Hotels. Aber auch Wohnanlagen jetzt und am Arbeitsplatz. Also wenn man das seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen will, für den Fuhrpark und in Wohnanlagen jetzt. Also echt interessant. Passt alles so nicht so richtig auf mich, aber ich würde versuchen, da mal einzelne Leute anzusprechen. Ich müsste bloß nochmal die Details und Informationen dazu haben. Weil es wäre natürlich schön, wenn das nicht nur bloß für Tesla-Fahrzeuge gehen würde, sondern auch für andere Fahrzeuge. Auf jeden Fall läuft irgendwas. Vielleicht ist das ja auch die Idee, wie Tesla aus dieser Ladesäulenverordnung so ein bisschen da rauskommen will oder... Aber das weiß ich noch nicht, ob das jetzt ihre Idee ist. Ich habe auf jeden Fall mal bei mir hier das geguckt. Ich sitze ja hier so mittendrin. Also ich sitze genau zwischen 2 Superchargern. Der nächste ist hier in Leonberg. Das ist bei Stuttgart. Was heißt der nächste? 50 Kilometer sind das immer. Bis dahin. Und der hier drüben bei Ulm auch genau dasselbe. Ich bin genau in der Mitte. Und ich habe hier auch Destination Charger. Das hier ist ein Hotel. Da unten ist was. Hier sind so ein bisschen. Dann hier, das ist im Stuttgarter Raum. Hier bei dem Flughafen ist ein bisschen was. Aber hier direkt bei mir ist auch wenig, außer der eine da, da müsste ich mal hinfahren. Naja gut, das sind auch schon wieder 20 Kilometer hier, ne? Also hier vorne da ungefähr, da ist meine Ladesäule hier in Grübingen, wo ich immer bin. Das sind von da auch schon 10, 15 Kilometer von mir aus. Die anderen sind alles Pillepalle-Lader. Okay, na die sind ja auch nicht so toll, also 11 kW oder auch 22 kW sind ja ganz normale Lader, so wie ich jede Wallbox habe. Die habe ich natürlich hier auch so ein bisschen was. Aber wir sind hier schon noch in einem luftleeren Raum. Ich komme nachher drauf, Ladestation in Weilheim-Tech. Was gibt es bei den großen Herstellern? Wie bereiten die sich jetzt auf die kommende Elektrifizierung vor? Ja, im Moment läuft erstmal das hier. Die Entscheidung über unseren Fahrverbote in einzelnen Städten
Das war konkret Stuttgart und Düsseldorf zusammengelegt, ist vertagt auf 27. Das ist nächste Woche. Die Richter konnten sich noch nicht entscheiden. Das sind hier die Meldungen kurz danach. Ansonsten ist weiterhin hier in Stuttgart Feinstaubalarm. Die Meldungen sind hier weiterhin so. Auch was hier, was schreibt mein Tech-Bote so? Bangen vor dem Dieselurteil. Ja, genau, sie nennen es schon Dieselurteil. Es ist nochmal das Problem beschrieben, es sind Grenzwerte gesetzt und die werden seit Jahren nicht eingehalten. Also hat die Deutsche Umwelthilfe dagegen mal geklagt. Warum macht ihr nicht was in den Städten? Das geht eigentlich, soll eigentlich eine Aufforderung sein. Was passiert bei Fahrverboten? Hier steht so ein bisschen, es sind nämlich auch Benziner und Diesel betroffen, die vielleicht der Schadstoffklasse Euro 6D nicht entsprechen. Für die ist das eventuell. Jetzt hat das dummerweise mit unseren Plaketten, die wir da drin kleben haben, überhaupt nichts zu tun. Ich war hier in meinem Auto, da in meinen E-Autos hängt auch immer die Plakette dran, die grüne. Das ist Unfug. Man braucht da eine neue, eine sogenannte Umweltplakette, die soll ja irgendwie blau sein, die das dann kennzeichnet. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es nur ein reines Dieselautoproblem ist. Es ist auch ein Benzinerproblem. Ihr erinnert euch, den Smart gibt es ja nicht mehr als Benziner oder Diesel, weil die Schadstoffwerte da nicht eingehalten wurden. Deshalb hat dann Mercedes Smart schnell gesagt, okay, dann machen wir nur als Elektro. Und die Gerichte entscheiden jetzt darüber, ob es prinzipiell möglich ist, Fahrverbote in irgendeiner Form auszusprechen. Das müssen natürlich dann Düsseldorf und Stuttgart, die Länder, nicht Länder, sondern die Städte auch wirklich machen. Die Bürgermeister, der Gemeinderat muss das dann auch wirklich wollen. Und daran hängt es natürlich so ein bisschen. Es ist auch hier drüben, seht ihr es, nicht ganz klar. Also wenn ich jetzt hier bei euch eine Abfrage machen würde, wärt ihr wahrscheinlich alle für Fahrverbote. Sage ich mal so. Es bringt jetzt also nichts. Wenn man so generell eine Abfrage macht, das ist gar nicht so eindeutig hier. Es ist auch hier, der Oberbürgermeister hier von Fritz Kuhn von Stuttgart sagt ja auch, es ist eine Paradoxie, wir wollen eigentlich Autos verkaufen. Also wir haben ja hier Daimler und Porsche und so sitzen und eigentlich sollen dann alle ihre Autos stehen lassen. Das kann ja nicht funktionieren. Na gut, wir werden sehen, was da passiert. Die Dieselnachrüstung, ja, kam auch die Meldung, das funktioniert jetzt da. Was hat denn da der ADAC hat doch was gecheckt, getestet und das funktioniert auch. Und jetzt ist die Frage, wer finanziert es wieder? Durch Steuergelder natürlich? Nee. Hier, Nachrüstung ist wirksam. Genau, dann die Polizei, die will aber diese Fahrverbote nicht machen. Ich weiß gar nicht, was die Polizei damit zu tun hat. Das ist das Ordnungsamt, was das dann gucken muss. Die Politessen können das doch checken. Aber auf der anderen Seite hier, auf der Schwäbischen Alb, ich fahre ja immer auf die Schwäbische Alb hoch bei mir zum Testen, schöne Landschaft. Da will man den Krach nicht mehr haben. Also super, das passt ja genau zusammen. Also nicht nur in den Innenstädten haben wir ein Problem hier bei uns. Wir wollen das auch im ländlichen Raum nicht mehr haben. Und da ist nicht der Gestank das Problem, da ist der Lärm das Problem. Sage ich ja auch die ganze Zeit. Also ich möchte den Gestank nicht haben, ich möchte aber den Lärm auch nicht haben. Also es läuft irgendwas. Irgendwas ist los, irgendwas passiert. Hier nochmal die Städte: München, Stuttgart, Stuttgart zweimal. Düsseldorf fehlt hier, Köln und so weiter. Das sind die mit den höchsten Werten. Nächste Woche wissen wir mehr. Nochmal zurück, Thema, selbe Thema hier auf der Seite zumindest, war ja nochmal die Diskussion um diesen kostenlosen Nahverkehr. Da haben die hier nochmal bei mir eine schöne Zusammenstellung gebracht, in welchen Ländern eigentlich welche Erfahrungen gesammelt worden sind. Ich sehe es so in den meisten Fällen eher positiv. Einzelne Sachen gingen nicht, zu teuer. Bei uns sagt man auch, es geht nicht. Erstens ist ja schon alles voll und dann würden ja noch mehr Leute mitfahren und rechnet sich nicht, geht nicht. Zwiespältig, es geht so und so. Also, ob jetzt dadurch mehr Leute Auto stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nehmen, ist fraglich. Ich sage auch immer, zumindest jetzt, was wieder Stuttgart betrifft, dort die meisten, bin ich der Meinung, die meisten Busse zumindest sind Diesel. Wir haben natürlich Straßenbahnen und Züge, ja, S und U. Das haben wir schon, Nahverkehr, elektrisch. Aber die Busse, die dann da quer dazwischen so fahren, die sind alle mit Diesel. Außer in Esslingen, neulich ja wieder gefilmt, ne, unser schöner Elektrobus mit Oberleitung sogar. In der Innenstadt mit Oberleitung, in den Außenbezirken dann mit Batterie. Ist ein Plug-in-Hybrid, soweit ich weiß, hat noch einen Diesel als Fallback. Aber solche Fahrzeuge muss ich dann einsetzen, sind ja nicht lieferbar, ne? Ich weiß. Also ist nochmal umstritten die ganze Geschichte hier mit kostenlosen ÖPNV, gratis ÖPNV. Ich denke aber, es ist eine richtige Richtung, da auch was zu machen. Klar muss ich ausbauen. Ansonsten geht es hier lustig weiter. Razzia bei Audi, Daimler unter Verdacht,
auch jetzt. Und diese ganze Affengeschichte kommt auch nochmal hoch. Die Leute, die das da durchgeführt haben, die Forscher, sind jetzt auch hier irgendwie Strafbefehl sogar und sie legen Einspruch ein. Also es ist nicht so, dass man einfach da so mitmachen kann. Das ist eigentlich interessant für mich. Es wird dann doch mal jetzt hier, ich sag's ja, irgendwann kommt alles raus. Auch bei Tesla, wenn da wirklich was faul ist. Natürlich sind das alles kleine Artikel hier. Das ist jetzt hier bei mir. Meistens ist von dpa regional. Im Fernsehen sehe ich davon nichts. Ne? Also, das ist klar. Oh, es geht noch weiter hier. Opel. Echt schade. Wir hatten ja den Ampera E hier und das Auto war ja wieder irgendwie zwiespältig. Ist ja eigentlich ein GM, trotz allem. Opel kommt nicht auf die Spur. Weiß nicht, ob sie jetzt bei PSA da besser nachher sind, irgendwie neben der Spur. Wir haben lange Lieferzeiten von E-Autos. Ja, Hyundai ist hier die einzigen, die es so ein bisschen hinkriegen, aber auch die haben ja ihre Probleme. Daimler bringt jetzt seinen Elektrolastwagen irgendwie raus. 2021, seht ihr, wir sind schon nicht mehr bei 2020, wir sind schon bei 2021 inzwischen. Aber er muss sich erst noch in Tests bewähren. In Beschleunigungstests oder was? Keine Ahnung. Und sie wollen 200 Kilometer damit kommen. NEFZ. Ich hoffe nicht. Dann kommt er ja bloß 100. Also das muss funktionieren. Platooning wollen sie auch und so weiter und so fort. Ja, und leider wird man dann wohl in der LKW-Sparte Leute einsparen müssen. Sie wollen 2500 Leute einsparen, eigentlich noch mehr. Und 800 haben sie jetzt schon freiwillig gegangen. Es ist echt schlimm. Auf der einen Seite erpressen sie hier die Politik, vor allem auch den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann bei uns hier in Baden-Württemberg, mit diesen Arbeitsplätzen und dann bauen sie sie doch ab. Klar, das ist jetzt, Insider wissen, die Lastwagen werden jetzt hier nicht in Stuttgart gefertigt, aber trotzdem, es läuft trotzdem was. Also wir haben jetzt praktisch da nicht gesagt, hey, hört mit dem Diesel auf, baut endlich Elektrofahrzeuge hier. Man lässt ihnen das durchgehen, aber auf der anderen Seite, die Drohungen, die da waren, erfüllen sich dann doch, dass hier die Arbeitsplätze abgebaut werden. Ihr sollt umbauen, nicht abbauen, umbauen. Mal schauen, was passiert. Bosch investiert auf jeden Fall jetzt in Carsharing. Also Carsharing ist auch total in. Ich habe das jetzt schon mehrmals hier gebracht, deshalb klebe ich euch das da auch immer hin. Auch Flixbusse, die haben auch gesagt, wenn es soweit ist und die Busse elektrisch fahren können mit einer entsprechenden Reichweite, machen wir das auch. Das sind ja ganz junge Kerle, die dieses Flixbus-Ding das da aufgebaut haben. Ne? Das sind alles Startups, das ist alles so diese Sache. Also diese Busgeschichte, die ist mir völlig suspekt, dass die überhaupt funktioniert. Ne? Weil Busse stehen ja auch im Stau und eigentlich, wenn unsere deutsche Bundesbahn funktionieren würde und auch nicht so teuer wäre, wäre konkurrenzlos. Ne? Nein, es funktioniert scheinbar mit Bussen. Und Carsharing funktioniert. Und das mit Elektroautos. Also in Stuttgart haben wir das ja so. Ne? Und das jetzt steigt da auch noch Bosch ein. Also jeder will ja auch. Ihr erinnert euch, Model 3 ist dafür vorbereitet, autonomes fahren zu können, später mal. AP2 oder 2.5, wie wir das so schön nennen. Und es ist darauf vorbereitet, dass man das auch verleihen kann. Die Idee hatte ja Elon Musk auch schon. Und Sono Motors mit dem Sion hatten das auch nochmal aufgegriffen, hat das in ihrer App ja auch schon verpackt. Das haben mehrere drauf. Also das ist auch Next Big Thing hier. Das ist auch Carsharing. Next Big Thing ist aber das hier, das ist eigentlich autonomes Fahren. Was ist da los? Ja, es gibt demnächst ein Update für ein Autopilot 2.x. Und zwar soll er dann Fahrzeuge erkennen können, die neben ihm fahren. Das wäre natürlich cool, wenn wir da jetzt mal endlich eine Weiterentwicklung haben. Das erwarte ich ja schon die ganze Zeit. Ja, ich weiß bloß nicht, wann es rauskommt. Jetzt ist es wieder bei den Beta-Testern. Beta-Beta-Testern. Wir sind ja alle Beta-Tester. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal in ein AP2-Auto auch rausläuft. Was auf jeden Fall jetzt passiert, ich hatte das ja, wann hatte ich es? Am 11.11., da unten ist es noch, war die Meldung in der Zeitung bei uns, dass jetzt in Weilheim-Tech auch eine Ladesäule installiert werden soll und sie ist installiert. Das war gestern, nee, vorgestern, da stand ich mit dem Ioniq da nochmal, hab da mal gecheckt hier, die Parkplätze sind etwas knapp. Es ist aber auch nur ein einziger Anschluss da, wahrscheinlich ist das dann ein Platz zum Parken und dann geht's ja. Unterm Rathaus in der Tiefgarage, hier ist die Einfahrt. Maximal kostet dort das über Nacht sogar das Parken 1 Euro. Es wird etwas teurer werden, nämlich 30 Cent die Stunde. Ich weiß nicht, maximal haben sie nicht hingeschrieben für E-Autos. Ansonsten ist die Ladesäule frei, man kann die einfach benutzen. Das ist die Idee. Und wir haben jetzt mit dem Bürgermeister, habe ich gesprochen, Montag, der 19.03.2018 ab 17 Uhr, alternativ auch eventuell erst 17.30 oder 18 Uhr. Würden wir eine Einweihung machen? Natürlich mit Presse und so weiter.
Und es wäre toll, wenn viele kommen würden. Also entweder E-Mobilisten, Enthusiasten, aber auch ein paar E-Autos noch. Das wäre schön, wenn da noch ein paar mehr E-Autos da wären und möglichst nicht alles Teslas, sondern ein bisschen Bandbreite, ein E-Golf, ein B-Klasse vielleicht, ein Ioniq vielleicht. Ja gut, ihr müsst nicht von 200 oder 300 Kilometer herfahren, aber wer so in der Gegend ist hier, kann sich mal kurz bei mir melden. Ich mache unten mal in den Kommentaren auch mal so einen Startkommentar rein, wer da an dem Montag kommen könnte und ob euch das 17 Uhr schon passt. Wäre super. Also gern auch Zuschauer in dem Sinne, dass man mal da ein bisschen die Elektromobilität auch so vorwärts bringt, ein bisschen darüber diskutieren kann noch. Aber auch zwei, drei Fahrzeuge wären natürlich super. Die Tiefgarage ist nicht so groß. Also, ne? Aber so, wir würden ja exemplarisch dann einstecken. Das auf jeden Fall. Meldet euch. Einweihung. Cool. Ja, ansonsten im April geht es weiter mit Drive Tesla 2.0 Model X mit den Damen. Haben sich schon einige gemeldet. Ihr müsst noch mal ein bisschen Rückmeldung machen. Ich habe euch doch eine Rundmail geschrieben. Da müssen wir noch mal die Sachen koordinieren können. Ganz konkret habe ich auf jeden Fall die E-Mobility gerade bei mir noch auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ich habe weiterhin nichts von Electrify BW, dass da irgendwas stattfindet. Wäre ein bisschen schade, dann kann man sich nur am Rande von der Messe treffen. Wäre aber super, man hätte da nochmal einen Ladepark oder auch Ausfahrmöglichkeiten. Auf jeden Fall bin ich hier im Technikmuseum in Sinsheim am 8.4. in diesen alternativen Antriebsformen. Das ist auch so, dass da dann die Autos angeguckt werden sollen, die da kommen. Ich glaube, der Tesla Markus hat sich auch angemeldet und einige haben auch schon gesagt, da Sinsheim wäre bei mir so ein bisschen um die Ecke, könnte ich kommen. Da bin ich also auf jeden Fall mit dem Model X. Ich habe mal für den 14.04. jetzt mitfahren Model X nochmal in Weilheim Tech angesetzt, wäre aber auch nur vormittags vermutlich wieder so, wie wir es hatten. Ja, und dann fahre ich irgendwie nach Hannover und da könnte man auch was machen. Einige haben schon ein bisschen Rückmeldungen gegeben, kommt aber noch konkreter. Ansonsten bin ich weiterhin hier unterwegs mit dem Strominator. Ihr seht ja meine vielen, vielen Videos, die kommen. Ioniq ist gerade an und das nächste ist der E-Golf und dazwischen habe ich noch ein bisschen eine Lücke. Nicht ganz sicher und ich weiß auch nicht, wie es danach weitergeht. Ich hätte noch den Ampera E und den Leaf 2 irgendwie mit drin. Mein Alltagstest ist hier 60 Kilometer am Tag. Ich habe jetzt gemerkt, ich fahre eher 70 Kilometer am Tag. Das sind dann so 2000, 2100 Kilometer im Monat. Auf das kalkuliere ich auch so ein bisschen die Stromkosten jetzt. Und ihr seht hier, das sind die ganzen Videos, die ich zum Ioniq hatte, die letzten 2 Wochen. Der Test ist jetzt abgeschlossen. Sagen wir mal so. Das Auto ist zurückgegeben. Und das Highlight war nochmal hier der Treff da mit dem Peter aus Heidenheim mit seinem Ioniq. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich habe mein Resümee ist im Grunde hier in dem 360-Grad-Video drin. Ja. Ioniq trifft Ioniq mit dem Peter aus Heidenheim. Der betreibt dort oder ist dort in diesem Verein Solarmobil Heidenheim. Könnt ihr euch angucken. Die haben auch demnächst am 13. so ein Treff da. Ist gegen Abend mit Ausstellung und Praxisbericht. Ich habe da was anderes. Ich kann wahrscheinlich nicht. Mein Heidenheim ist auch nicht ganz um die Ecke bei mir. Muss ich nochmal schauen. Aber wer dort aus der Ecke ist, gern mal dort sich melden bei Solarmobil Heidenheim. Ja, ihm war es nochmal wichtig. Ich habe ja da so ein bisschen eine Aufstellung gemacht, die zeige ich euch gleich nochmal von meinen Verbrauchswerten, was ich jetzt so als Resümee habe von dem Auto. Er hat gesagt, es geht noch um einiges mehr. Hier nochmal so ein paar Beweisfotos von ihm, also unter 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer hat er jetzt hier. Das ist so im Juni gewesen, Anfang Juni letzten Jahres, hat er schon hinbekommen. Er hat natürlich eine sehr effiziente Fahrweise, ganz klar. Viel segeln und rekuperieren dann, wenn es geht und so. Also er bringt das Auto schon auf ganz schöne Reichweiten. Hier auch nochmal hier ein Beweis von ihm. 257 Kilometer und 21 noch Rest. Also über 200 auf jeden Fall. Das habe ich auf keinen Fall gesehen jetzt hier im Winter. Das geht mit dem Auto. Also der Ioniq ist schon sehr, sehr effizient. Jo. Das nochmal dazu. Vielen Dank an dich nochmal, Peter, fürs Kommen, auch für dieses tolle Gerät. Das haben viele nicht verstanden, worum es da geht. Gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein. Die Links haben wir unter dem Video nochmal drin. Das können wir dann, könnt ihr nochmal nachlesen dort. Das ist auch nur eine gewisse Idee. Gleichstromladen. Also ich denke, Gleichstromladen wird in häusliches Umfeld jetzt kommen. Wir werden diese Wechselstrom-Ladesäulen, die nehmen, werden irgendwann zu Ende gehen. Aber nur, wenn natürlich diese Gleichstromladesäulen, die Gleichstromtechnik auch günstiger wird. Das war jetzt noch nicht so arg günstig, das Teil da. Es kommt aber Massenmarkt.
Ja, nochmal jetzt für meine Gebrauchswerte hier. Und ich habe ein bisschen nochmal ausgerechnet, nämlich dann bei 30 Cent die Kilowattstunde und bei meinen 70 Kilometer am Tag, was mir das im Monat eigentlich kosten würde, der Strom beim Ioniq. Ich hatte ja noch diesen Sportmodus hier, also wo ich einen ziemlich hohen Verbrauch habe. Da bin ich aber auch noch bei 15 Euro im Monat. Ansonsten so in dem normalen Bereich, normal und diesem Öko, in dem ich da rumgefahren bin, bist du bei 10 Euro. Das wäre natürlich super. Und bei meinem, was ich jetzt geschafft habe hier im Winter, bin ich bei 8,20 Euro gewesen. Unter 13 habe ich es leider nicht hingebracht. Und meine Strecke hier, die ich mit allen Autos irgendwie fahre, war bei 15,7 rum. Ja, das entspricht hier so dazwischen normal und Öko. Also 10 Euro Stromkosten, wenn man die bezahlt über einen normalen Haustarif, ist so das, was ich jetzt damit rechne. Wie gesagt, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr zum Fazit hören wollt, könnt ihr dieses 360-Grad-Video nehmen. Das sind so unter 20 Minuten, 17 Minuten oder 15 Minuten, habe ich nur mal ein bisschen rumgefahren hier und ihr könnt nochmal das Auto von innen angucken in 360 Grad und ich habe so ein bisschen mein Resümee gezogen jetzt von dem Auto. Ist leider für mich ja ganz konkret nicht benutzbar, weil ich es nicht über die Firma kriege und ich will es eigentlich über die Firma ein E-Auto nehmen, wenn die Firma das schon anbietet und ich hätte auch gerne einen Aufkleber von meiner Firma drauf. Das ist alles noch in Bewegung. Deshalb das nächste Auto, was auf jeden Fall bei mir auf der Liste steht, ist der E-Golf. Den sollte ich jetzt eigentlich schon hier vor der Tür stehen haben, habe ich aber nicht. Es ist auf jeden Fall das nächste Auto, weil es ein deutscher Hersteller ist, kann ich es über meine Firma auch leasen. Habe ich aber nicht, weil der Besitzer, nein, der es gerade gemietet hat beim Strominator, war so begeistert, dass er es Woche um Woche verlängert. Vielleicht kauft das sogar. Also ich habe es deshalb nicht gekriegt jetzt gestern am Freitag und deshalb steht das Auto jetzt gerade bei mir vor der Tür. Ein Model S AP2. Und deshalb sage ich, wir machen jetzt einfach nächste Woche mal Drive Tesla Model S AP2 Test. Den wollte ich ja schon immer machen. Autopilot im AP2. Ja, vor dem großen Update jetzt. Vielleicht kriegen wir sogar das Update noch mit. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Wird interessant. Also auch Model S oder X könnt ihr beim Strominator mal euch mieten, übers Wochenende oder tageweise. Das heißt dann dort eigentlich CYX, das müsste man mal aussprechen, das heißt nämlich Zyx. Ich habe das erst jetzt gemerkt. Ja, berichte ich euch die nächsten Wochen, damit es hier nicht so leer ist und dann testen wir den E-Golf. Versprochen. So, ich bin ein bisschen am Ende und ich habe die Woche kein richtiges Video gefunden irgendwie, aber ich habe hier noch mal etwas zu dieser ganzen SpaceX-Geschichte. Da hat jemand ein ganz tolles, finde ich, Video zusammengeschnitten, so einfach um diese Faszination, wo wir da jetzt stehen. Also es kamen einige Berichte noch mal, habe ich auch gehört. Die haben jetzt die stärkste Rakete, die die Menschheit jemals gebaut hat, gestartet und wir sind auf dem Weg noch mal neu ins All, zum Mars. Die Menschheit. Also schon ein bisschen Euphorie dabei und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. The vast stretches of the unknown still far outstrip our collective comprehension. We shall send to the moon a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.